Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frau Professor Huber. Die Wissenschaft ist mein Leben, ist die Wissenschaft. Beides unverständlich und staubtrocken. Aber auch sehr witzig. Hier als Beispiel ein kleines, gewinkeltes Wortspiel aus meiner eigenen, bescheidenen Feder. Lieber ein Stein im Kopf als zwei Steine am Kopf. Köstlich, nicht wahr? Naja, so bin ich nun mal. Eine Spaßkanone. Wissenschaftliches Denken ist kritisches Denken. Sieht er so ähnlich wie ich habe? Bitte, ein kleines Rätsel für Sie. Was ist das? Es ist ein großer, unerforschter Raum zwischen Ihren Ohren. Es ist blumenkohlförmig und manch einer von Ihnen hat eines dabei. Genau, das Gehirn. Sie verwenden nur ungefähr 7% davon für Verbesserungen. Gibt es also durchaus noch den einen oder anderen Spielraum. Und Zeit spielen dabei gar keine Rolle. Wer sein Gehirn schulte, ist auf jeden Fall klug. Klüger, der Klügere gibt nach, heißt es ja so schön. Aber ich habe da so meine Bedenken. Denn wenn immer nur die Klügeren nachgeben, dann wird die Welt irgendwann nur mal von den Idioten beherrscht werden. Mein Gott, Kinder, wenn man sich so umschaut, könnte man meinen, manch einer hat sein Gehirn nur aus Irrtum bekommen. Weil für manch einen das Rückenmark schon völlig genügen würde. Na ja, die Wissenschaft. Lassen Sie mich an dieser Stelle meinen lieben Kollegen, den Herrn Professor Richard Feynman, zitieren. Wissenschaft ist wie Sex. Manchmal kommt etwas Sinnvolles dabei heraus. Das ist aber nicht der Grund, warum wir es tun. Ist der Mensch ein intelligentes Tier? Schauen Sie, den ältesten instinktiven Teil des Gehirns, den haben wir mit den Dinosauriern und den Echsen gemeinsam. Aber die Letzteren haben uns dennoch etwas voraus, um das sie der eine oder andere Herr unter ihnen sicher beneiden wird. Echsen können bei Gefahr den Schwanz abwerfen. Und auch wieder neu nachwachsen lassen Sie mich an dieser Stelle ein kleines, köstliches Bonbon nachschießen. Was passiert, wenn ein Mann sein Gehirn verliert? Er wird Witwer. Also, meine Herren, seien Sie klug und tun Sie was für Ihre Gehirne.
Gehirne haben natürlich auch Schimpansen. 98% der menschlichen DNS ist ident mit der Schimpansen-DNS. Wir sind also nahe verwandte. Erfahrungen teilen wir mit den Tieren. Schauen Sie, Gibbons und Greifvögel sind langjährig monogame Tiere. Schimpansen und Enten nicht. Sind Enten deswegen Arschlöcher? Monogamie und Monotheismus, beides hinkende Konzepte, wenn Sie mich fragen. Schauen Sie, entgegengesetzt geladene Teilchen ziehen sich an und stoßen sich dann aber irgendwann wieder ab. Und so ist das zu beobachten, in der Physik wie auch in der Ehe. Was Gott zusammenfügt, das soll er auch wieder trennen. Na, Trennungen sind hart. Wir lieben und entlieben uns. Enten tun sowas nicht. Also wer ist hier das Arschloch? Ich frage Sie, Löcher, Löcher, noch und nöcher. Ja, zum Beispiel schwarze Löcher, die uns lehren, wir wissen nichts. Wissen Sie, wir haben unglaubliche technologische Errungenschaften erreicht. Wir können zum Beispiel mit der unglaublichen Genauigkeit von 50 Jahren das Alter einer ägyptischen Mumie feststellen. Mein Gott, so genau können wir nicht einmal das Alter von der Sängerin Cher feststellen. Unglaublich. Naja, aber die Wissenschaft hat ihre Grenzen. Die Welt, mein Sohn, erklärt Papa Fisch im Aquarium seinem Sohn, ist ein Kasten voller Wasser. Die Welt, mein Sohn, erklärt Papa Gandhi in Indien seinem Sohn, ist voller Kasten und zu wenig Wasser. Die Welt, mein Sohn, erklärt der Himmelvater seinem Sohn, ist ein Irrenhaus oder auf jeden Fall voller irrer Irrtümer eines Menschen oder eines Gottes oder eines Vermittlers zwischen Mensch und Gott, die Kirche als Würdenträger. Na, manch einer würde heute sagen, Würdenträger, nicht? Und schauen Sie, man kann Gott nicht direkt beweisen, aber man kann ihn direkt erfahren oder auch nicht. War an dieser Stelle die berühmte Frage, die Theodizee. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das Leid zu? Nein, man fragt sich. Wenn Gott so was Schönes wie Oberschenkel erschaffen hat, warum lässt er dann Orangenhaar zu? Wenn Gott so was Herrliches wie Tiramisu erschaffen hat, warum lässt er dann Hirn mit Ei zu? Oder manchmal auch nur Eier ohne Hirn. Na ja, aber. Kinder. Was lernen wir daraus? Die Wissenschaft kann und muss Atome und Meinungen zertrümmern. Heute Wissenschaft, morgen Irrtum. Also meine lieben Herren, seien Sie klug, gehen Sie nicht länger irr und nehmen Sie sich ein Beispiel an den lieben Eidechsen. Ich danke Ihnen, auf Wiederhören.